So, ich würde mal sagen, Wusa. Ich meine natürlich, da sind wir wieder mit Book of Unwritten Tales. Die Nuggets sind zu hart, um sich einfach platt zu drücken. Ich muss sie schmelzen oder zumindest stark erwärmen. Dann machen wir das als nächstes. Dann tun wir die Goldnuggets mal in die Schale. So, genau. Dann können wir hier den Kopf anbringen. Ah, das ist jetzt hier. Der Meister schlägt zu. Das war's. Der Kopf passt perfekt. Jo, jetzt wenn wir jetzt hier die Luke öffnen. Lava Marsch. Können wir den Ofen anheizen. Und dann betrachten wir mal den Schmelzofen. Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Dann tun wir das Ding mal rein. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Der Ofen ist... Ja, so. Ich hätte gerne dann mein Zeug wieder raus. Hol die Schale mal wieder raus. Die Nuggets sind im Hochofen geschmolzen. In der Schale hat sich ein kleiner goldener See gebildet. Sehr gut. Das war mein Plan. Und jetzt tun wir das Gold da in die Presse rein. So gut. Ich gieße das Gold in die Form. Sollte gerade genug sein. Das hoffe ich doch mal. Betrachte die Münze. Du sollst sie benutzen. Eine astreine Goldmünze mit einem grimmigen Zwerg drauf. Au! Oh, ist noch heiß. Kühl sie ab. Können wir sie als Siegel auch hernehmen? Nein, natürlich nicht. So, hallo, Frau Drache. Hallo, meine Hübsche. Ja. Ich habe Schau eine mal, Goldmünze für dich. hier habe ich die erste Goldmünze für deinen Schatz. Mögen noch viele folgen. Oh, danke. Und wie sieht es mit dem Schwert aus? Also, nun ja, ich liege drauf. Könntest du es dir holen? Ah, schön. Zieh mal ein bisschen den Bauch ein hier. Wo genau ist es? Ein Stückchen weiter, glaube ich. Ja, da ist was. Das ist der Kopf einer Spitzhacke. Dann noch ein Stückchen weiter. Na toll. Es ist kaputt. Was? Es ist unter deinem Gewicht zerbrochen. Also deswegen hat es plötzlich nichts mehr gesagt. Dabei war es so nett. Es hat gesagt, ich sei ein abscheuliches Monster und es würde mir am liebsten den Kopf abschlagen. Oh, das war so Damit kann ich lieb. nichts anfangen. Was soll ich mit einem zerbrochenen Schwert? Du könntest es vielleicht reparieren. Ist Tessa da? Sehe ich aus wie ein Schmied? Du kannst einer werden. Dort liegt ein Schmiedebuch. Wo? Waffenschmied in 14 Tagen. Das klingt gut. Das ist zu lange. Ich habe keine 14 Tage. Dann lies halt schneller. Alles, was du brauchst, findest du hier. Einen Amboss, Feuer, eine Anleitung. Okay. Ich muss weiter. Schön weiterüben. Natürlich. Natürlich. Wenn ich mein Schwert repariert habe, dann kriegst du aber sowas von... Eins drauf. So, jetzt brauchen wir uns erstmal die Spitzhacke zusammen. So. Also schön. Wie werde ich ein Schmied? In 14 Tagen. Magisch. Ah, hier. Verdammt weit hinten im Buch. Kein gutes Zeichen. Bla bla bla. Magische Schwerter zu schmieden ist sehr schwierig. Hohe Kunst des Schmiedens. Nur Schmiede mit Level 98 können magische Schwerter schmieden. Schlecht. Das ist gar nicht gut. Mein Level dürfte grob überschlagen 0 sein. Mal sehen.
Hier wird erklärt, wie man ein magisches Schwert reparieren kann. Man muss es neu schmieden und dann in Drachenfeuer halten. Oh Gott. Und womit übe ich, bis ich Level 98 bin? Das klingt nicht schlecht. Kupferkessel. Ziemlich einfach und man braucht nur einen Rohstoff. Kupfer. Ernsthaft? Jetzt muss ich Kupferkessel schmieden gehen. So. Dann ab in die hier Erdwichtelmine. Achso, ich sollte vielleicht. Ja, jetzt ist das Ding auch nicht mehr da. Wer weiß. So, lauf mal schneller, Bursch. Was soll denn das? Ich werde jetzt auch demnächst... Also jetzt, da habe ich ja auch in Kürze mein nächstes Projekt durch. Beziehungsweise, wenn das Video hier kommt, habe ich es durch. Nämlich Dust. Ist dann durch. Und da kommt jetzt auch dann mein neues Projekt. Freut euch da auch schon. Ich habe drei Brocken kupferhaltiges Gestein. Sollte reichen. Aber kein Arkanit-Kristall drin. Ah. So wunderschön wie Anspielung. So kupferhaltiges Gestein, sehr schön. Ja, und ich würde sagen, ihr könnt euch da auch schon mal drauf freuen. Ich freue mich auf alle Fälle schon drauf. Und wir werden uns dann sehen. Bei ihr. Oh, dieses Bewegungstempo. Lauf. Warum laufe ich überhaupt? Ich kann auch hier gleich. Das ist mal wieder typisch Ballers. Ich lege so viele Steine wie möglich rein. Flupp, alle. So, ab in den Ofen damit. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Jo. Um das Schwert zu reparieren, muss ich ein... Ich kann meine Fähigkeiten trainieren, indem ich Kupferkessel schmiede. Alles, was ich dazu brauche, ist Kupfer, ein Hammer und ein Amboss. Und viel Übung. Gut, dann nehmen wir uns jetzt die Zange. Holen unser geschmolzenes Kupfer heraus. Das Kupfer ist geschmolzen und aus den Steinen geflossen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. So. Ja, und jetzt bearbeiten wir das mal auf dem Amboss. Das Kupfer ist viel zu flüssig. So kann ich es nicht bearbeiten. Muss ich erstmal abkühlen. Ein Stück Kupfer. Ein knappes Pfund, schätze ich. Das reicht für Kessel. Das Kupfer ist noch heiß, wird aber schon langsam hart. Dann wollen wir mal. Später. Das ist ein wunderschöner Kupferkessel. Noch nicht perfekt, aber dafür bin ich jetzt Schmied, Stufe 1. Hey. Nur noch 97 weitere Kessel. Was ist? Kupfer holen, Kupfer schmelzen, Kessel bauen. Irgendwie müssen wir auf unsere Spielzeit kommen. Also leg los. Boah. Also schön, ich mach's allein. Geht doch. Viel später. Sehr viel später. 98 Kessel. Level 98. Und hat das einen Spaß gemacht. Ja, und ich hab's leider anders verpasst. Immerhin kann ich nun so ziemlich alle schmieden. Inklusive geborstene magische Schwerter. Ja, dann. Also gut. Als Schmied Level 98 weiß ich, was zu tun ist. Tada! Ich habe das Schwert neu geschmiedet. Fehlt nur noch die Härtung im Drachenfeuer. Ungehärtetes, nicht magisches Schwert. Da ist Drachenfeuer. Entschuldigung, könnten Sie mal ein bisschen Feuer spucken? Hallo, meine Hübsche. Ja? Könntest du mal kurz Feuer auf das Schwert spucken? Das Schwert muss in Drachenfeuer gehärtet werden. Wärst du wohl so nett? Oh, das dürfte nicht so ohne weiteres möglich sein. Ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich denke, du bist ein Drache. Ja, schon. Aber um Feuer zu spucken, muss man rasend vor Wut sein. Das ist der normale Gemütszustand der meisten Drachen, weißt du? Aber ich habe es nicht so mit der Wut.
Ich habe früher viel autogenes Training und Yoga gemacht. Da haben wir das Problem. Dein Fußballteam taugt nichts. Du bist doof. Du bist ganz, ganz doof. Warum sagst du das? Weil es so ist. Aber das stimmt nicht. Ich habe schon immer viel gelesen. Hat nichts gebracht. Hier ist noch nie ein so dämlicher Drache untergekommen. Hey, das ist nicht sehr nett. Aber eines muss dir doch klar sein. Selbst deine eigene Mutter kann deine nicht Mutter schlagen. Fand dich so unausstehlich, dass sie dich weggegeben hat. Natürlich, das ist bei uns Drachen so. Hast du mal mit Drachenkindern zu tun gehabt? Die will man nicht um sich haben. Stichwort brennende, giftige, ätzende Exkremente. Oh ja, das verstehe ich. So ist keine Drachen wie du sollten keine Ausbildung zum Monster machen. Warum das denn nicht? Ihr gehört nicht ins Berufsleben. Du solltest dir einen furchteinflößenden Ehemann suchen, der seinen Job macht und für dich sorgt. Das ist doch... Das alles Entscheidende ist aber... Du stinkst ziemlich gewaltig. Boah, mir brennen die Augen. Ja, so muss es einem Menschen vorkommen. Bei den männlichen Drachen ist mein Schwefelgeruch aber immer gut angekommen. Das glaube ich nicht. Mein erster Freund nannte mich immer sein kleines Stinkerle. Darf ich dir vielleicht einen kleinen Sympathietee anbieten? Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja? Das Fußballteam taugt nichts an. Du bist doof. Warum? Ja. Aber das hat nichts gebracht. Hey! Aber eines. Du wirst nie ein gefährliches Monster. Ich sag es dir hiermit ganz offiziell. Du wirst niemals ein gefährliches Monster werden. Du kannst deine Träume begraben. Meinst du wirklich? Ich glaube das auch manchmal. Aber ich wollte doch so gern. Oh, na, halt es aus. Wer wird denn gleich? Gleich kommt Feuer. Nun komm aber, Indianer kennen keinen Schmerz. Das wird schon wieder. Du wirst noch mal so ein richtig böses Monster wie all die anderen. Meinst du wirklich? Klar. Oh, danke. Was ich dir schon... Ja. Okay, ja, du bist doof. Du könntest mir mal helfen, Schätzchen. Mein Hemd müsste gewaschen und gebügelt werden. Ich habe Feuer gespuckt. Gut für uns beide. Ich war so wütend, dass ich... Danke. Gern geschehen. Hallo? Schwert? Heiß! Was zum Teufel soll das? Ich hab dich neu geschmiedet, nachdem dich ein Drache aus Versehen durchgebrochen hat. Wo ist das Monster? Ich will in seinem Blut baden! Dafür haben wir keine Zeit. Wir haben noch einiges vor uns, schätze ich. Ich werde dir einen Weg durch unsere Feinde freimetzeln. Sehr gut. Schwert ist ein kleiner Hysteriker, ha? So. Wir haben unsere Ausrüstung zusammen. Wir sind jetzt offiziell Krieger. Ui. So, dann mal ab in die Gruft hier. Der legendäre Krieger ist gekommen. Keine Ahnung, was ich fragen sollte. Hier? Ich lasse die beiden Turtelgeier lieber allein. Kriegen wir hier noch irgendwo ein Siegel drauf? Hallo, meine Gutste. Na, wie geht's? Das freut mich. So gerne ich auch mehr... Haben wir da noch ein... Was ist das?
Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Eine wahrhaft meisterliche Arbeit. Man kann jede Kleinigkeit erkennen. Ja, sag ich doch. So. Siegeln wir den Brief mal. Wollen wir mal sehen, wie gut die Arbeit der Steinmetze wirklich war. Sieht ziemlich gut aus. Ich schätze mal, durch einen Tränenschleier hindurch wird man keinen Unterschied bemerken. So. Ja, komm, red mit dir. Na, wie geht's? Ich hab hier Boss für dich. Es ist kaum zu glauben, eine Brieftaube hat gerade einen zweiten Brief gebracht. Tatsächlich? Oh ja, hier ist sogar ein Siegel. Kennst du es vielleicht? Das ist seins. Das ist sein Siegel. Oh. Die unleserliche Handschrift, all die Rechtschreibfehler. Der Brief ist wirklich von ihm. Hey, was schreibt er denn? Da war ein Sturm und er würde gern zurück zu mir, aber er kann nicht. Na, das erklärt doch alles. Ich muss gleich zu ihm. Oh, diese Freude. Wegen des Schilds. Ja, hier. Oh ja, die fetten Orga haben ihn weggetragen. Sie leben in einer Höhle, hier ganz in der Nähe. Natürlich. Danke. Oh, und viel Glück bei der Suche. Aber denk immer daran, der Weg ist das Ziel. So true, man. Jo, damit wissen wir, wo der letzte Teil versteckt ist. Und eigentlich können wir auch mit, oder? Bei den Ogern. Auf zu den Ogern. Ja, moin. Ich fange schon wieder an. Hör auf damit, Ballas. Der Spalt verjüngt sich nach ein paar Metern. Darunter ist dann allerdings der Abgrund. So. Können wir bestimmt eine Falle stellen? Ich lege die Bretter über die Öffnung des Spalts. Oh, was? Die aushalten werden die morschen Bretter nicht. Ein Schritt darauf und sie brechen durch. Das ist der Plan. So. Gestattet, junger Herr, dürfte ich erfahren, was ihr in unserer Höhle zu finden hofft? Oh, was? Tut mir leid, ich habe eine öffentliche Toilette gesucht und es roch so, als würde hier... Oh, wie unangenehm. Sprecht mit Grump darüber. Er ist diese Woche für die Körperpflege zuständig. Hunger, Essen, jetzt! Und das ist leider das Einzige, worüber du dir Gedanken machst. Mein Herr, ich muss euch dennoch bitten, unsere bescheidene Behausung zu verlassen. Oh, okay. Ich suche einfach draußen weiter. Ich bin euch sehr verbunden. Viele Büsche und Steine da draußen würden sich glücklich schätzen, Hort eurer Notdurft sein zu dürfen. Viel Glück auf eurer Suche. Ah, cool. Oh, das ist ein riesiger Teller. Seltsamer Teller. Das heißt, das ist gar kein Teller. Das ist ein Schild. Vermutlich sogar der Schild. Der Schild ist mit allerlei unappetitlicher Ogernahrung garniert. Dem Oger ist wohl gar nicht klar, dass sie dafür einen wertvollen Schild zweckentfremden. Tja, dann nehmen wir ihn auch einfach mal mit. Einige Tonkrüge. Ui, 4x. Das ist wirklich stark. Das ist das gute Zeug. Entschuldigt abermals, junger Herr. Ich kann nicht gutheißen, dass ihr unsere Privatsachen durchwühlt. Verlasst bitte unsere Höhle. Oh, ich dachte, ich wäre in einer anderen Höhle. Das liegt an meinem Helm. Der zweiköpfige Oger ist fett wie ein Oger und er hat zwei Köpfe.